König Alpha Steinelf, was geht in Minecraft? Let's go, er braucht meine Hilfe, keine Ahnung, seit wann Alpha ein König ist, aber irgendwas sagt mir, dass einer ist. Und ich muss ihm helfen und ihn lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen, das wäre mega nice, Mann. Und wir gehen jetzt vor zu König Alpha Stein. Nicht mehr lange warten, ich will jetzt reingehen und ein König werden, ich bin bereit. So Leute, da ist schon der Knopf, ich werde mich jetzt zum König verwandeln. 3, 2, 1, let's go! Und hat's funktioniert? Ich guck mal. Leute, ich habe tatsächlich eine Krone auf, Leute, ich bin jetzt König geworden. Aber jetzt lass sie endlich rausgehen, ich bin bereit. König Alphastein! Was geht denn hier? Ich bin da gerade reingegangen. Auf einmal ist hier so ein riesen Teppich. Was geht denn hier? Eure Majestät, ich habe euch einen roten Teppich gelegt, der nur für euch bestimmt ist. Als ob, dankeschön. Und wer bist du eigentlich, Ente? Ich bin euer Diener, Majestät. Habt ihr das nicht vergessen? Doch, was ja immer. Es tut mir leid. Hier ist ein Futter. Bitteschön. Oh, danke, Majestät. So gut. Ich hoffe, es schmeckt dir. Lecker, sehr lecker, lecker, lecker. Und was kann ich jetzt so alles als König? Hä? Sie können alles. Sie sind der König, Herr Majestät. Und ich will bitte nur auf roten Teppich gehen, okay? Bitte platzieren ihn überall hin. Ja, Sie dürfen den schmutzigen Boden nicht berühren, Herr Majestät. Ich will meine Füße nicht dreckig machen. So, dankeschön. Und hier will ich jetzt nicht mehr weitergehen auf der Straße. Können wir nicht mit irgendwas fahren? Ah, genau. Natürlich, so wollte ich sehen. Oha, was ist das für ein Auto? Steig am besten hinten ein, oder? Ja. Oh, hier ist richtig bequem. Hier ist so ein Massagesitz. Perfekt. Sie müssen doch nicht selber fahren. Sie sind ein König. Oh, ich hätte doch schon dreckig Hunger. Wir könnten zu Ali fahren, weil er macht das beste Essen der Welt. Sie wollen ein Döner schnabulieren, Majestät? Ja. König Alpha Stein, das mache ich sehr gerne. Ich fahre uns entspannt zum Döner von Ali. Ja, ganz vorsichtig. Keinen Unfall machen. Ich achte auf alles. Aber denk dran, der muss bestimmt noch seine Steuern an unseren König Alpha Stein bezahlen. Genau. Nur ganz vorsichtig. Ente, du musst auf die Straßenregeln achten. Oh ja, Herr König. Bitte seien Sie nicht sauer. Ich fahre nochmal kurz rückwärts. Gut, park hier irgendwo ganz vorsichtig. Und jetzt breite ich hier einen roten Teppich aus. Okay, ich komme. Los. Ah, der ist schon da. Perfekt. Dankeschön. Das Leben als König ist ja richtig nice. Und jetzt können wir zu Ali Döner essen gehen. Genau. Hallo Ali, wie geht's dir, mein Bro? Döner für den König, bitte! Und einmal auch für ihn, das hat er sich erarbeitet. Und für dich selber auch, Ali. Ich geb für alle aus. Danke, Herr König. Aber ich merke gerade, ich habe gar keine Diamanten in meiner Tasche. Kannst du bitte zahlen? Natürlich, Herr König. Für sie bezahle ich immer gerne. Und ich gebe ein Stack Diamanten. Ein Stack, das ist viel zu wenig. Wir müssen sie noch mehr geben. Das ist voll verdient hier. Der arbeitet jeden Tag. Natürlich, Herr König. Ich gebe noch mehr. Oh, gut so. Dankeschön. So, hier kannst du einen Döner nehmen. Blablabla. Danke, Herr ich habe so Hunger. Das schmeckt richtig gut. Danke, Mann. Was kann ich aber noch so als König machen? Okay, du hast wirklich gesagt alles. Dann lass doch kurz wieder Richtung nach Hause fahren. Okay, das machen wir, Herr König. Ich glaube, ich hätte eine richtig gute Idee, was ich hier machen könnte. Was denn, König Alpha Stein? Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen aufwendig, aber wenn wirklich alles möglich ist, dann sollte das auch funktionieren. Natürlich, Eure Majestät. Erstmal das Haus von IT, das ist gerade eh nicht da, oder? Können wir das für mich übernehmen? Natürlich, ihm gehört sowieso alles in der Stadt. Fahr bitte vorsichtig, danke. Und zwar war meine Idee. Soll das jetzt mal aussteigen? Leg schnell mal runter, mich bitte. Oh, meine König, Füße. König, ihre Schuhe. Hurra, danke. Und zwar, ich will das ganze Haus von IT, die ganze Villa hier zu Gold machen. Alles oder wie? Ja, bitte. Kannst du das irgendwie machen? Geht das? Ich rufe mal kurz den örtlichen Juwelier und den Bauunternehmer an. Das kriegen wir hin, Herr König. Denkst du, das sollte möglich sein, ja, oder? Ja, du hast gesagt, alles ist möglich. Ganz kurz. Okay, geh telefonieren. Und es ist fertig. Ja, Herr König. Jetzt war es wirklich alles zu Gold geworden. Wie krass ist das denn? Oh, wurde wohl noch ein paar Fehler gemacht. Da fehlt doch ein bisschen Gold. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben hier genug Gold. Schau dir das an. Ich gehe hier gerade durch, geht auf Gold. Ja, da kannst du den Teppich laufen. Auf Gold läuft dein König bestimmt gerne. Ja, auf Gold kann ich auch ohne Teppich laufen. Das fühlt sich so gut an. Nice, Mann. Darf ich hier auch abbauen und so? Natürlich, das gehört alles Ihnen. Halt's ab. Warte mal, können wir dann mein Haus komplett zu Beacon machen? Geht das? Oh, König, Teppich, Teppich, schnell auf Teppich laufen. Ja, bin ich alles gut.
Ich will meine Haus auch als nächstes zu Beacon verwandeln, aber komplett. Was? Das wird ja sehr teuer, aber alles, was Sie sich wünschen, Herr König. Lass uns mal kurz hingehen, ich steig wieder ein. Also wenn das wirklich möglich ist, das wäre viel zu krass. Ich geh wieder auf den Teppich drauf, danke. Mein ganzes zu Beacon, das wird viel zu OP. Okay, dann telefoniere ich mal. Ich hoffe, dass das klappt, der Wunsch. Okay, ich bin gespannt. Und dann ist es fertig? Ja, es müsste fertig sein. Oha, was ist denn hier passiert? Nein! Mein ganzes Haus ist aus Big A, ich komme nicht mehr rein, bitte! Oh, hoppala, da bauen wir den ganz schnell mal ab. Ach, wir haben eh genug, wir können auch alle abbauen. Oha, was ist hier passiert? Warte mal, da war ja mein Zimmer. Was geht hier jetzt ab? Das sind jetzt alles Beacons, wie sie es gewünscht haben. Danke, ist viel zu nice. So, das hier ist mein Zimmer. Ich kann immer noch nach draußen gucken, weil die haben ja so Glasblöcke, nice. Und mein Pool ist ja auch aus Beacon. Genau. Wir müssen unbedingt gucken gehen. Ja, ich glaube, mein ganzer Pool ist mein ganzer Garten und alles ist wirklich einfach nur so aus Beacon jetzt. Wie krass. Wie sie sich es gewünscht haben. So, dass alles wirklich funktioniert hat. Ich schicke dich jetzt in die Pause, okay? Du kannst kurz gehen. Was? Ich habe Pause? Wirklich, Eure Majestät? Ja, aber nur 5 Minuten, okay? Okay, danke, Majestät. Bitte schön. Leute, ich habe jetzt endlich Pause, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wie gesagt, seit wann einfach König ist und ich alles für ihn tun muss. Das war doch schon mal, der war doch nicht schon immer König, oder? Irgendwas ist passiert. Irgendwas Seltsames, ich habe keine Ahnung, was. Leute, ich muss mich beeilen, bevor ich kein König mehr bin. Ich muss hier schon alle Blöcke abbauen gehen, oder nicht? Und ich muss mir schon irgendwo eine Spitzhacke holen. Vielleicht habe ich noch irgendwo eine. Schaut mal her, Leute, was ich hier gefunden habe. Nice, meine Unobitanium-Spitzhacke. Und jetzt? Sollte es eigentlich... Nein, das dauert ja voll lange. Warum? Oh nein! Ach, Beacon baut man ja immer langsam ab. Habe ich vergessen. Aber egal, Leute, ich werde mir jetzt auf jeden Fall richtig viele abbauen. Und die werde ich halt irgendwo verstecken. Weil ich glaube, ich bin maximal 24 Stunden ein König. Und danach sollte wieder alles weg sein, Leute. Das ist gar nicht gut. Bitte, ich muss weinen. Und noch ganz schnell zu Altis Haus rüber, weil der hat voll viele Goldblöcke. Die kann ich auch verkaufen. Die sollten wir aber schneller abbauen können, oder? Ja, Leute, schaut euch das an. Wie gut klappt das denn? Nice, Mann. Let's go. Wie viele Goldblöcke haben wir schon? Über 12 Stück. Oha, wir können so viele OP-Gold-Äpfel craften. Ich hoffe, wir werden die gleich nicht erwischt oder so. Weil ich muss die alle für mich weiden. So, Leute, guck mal jetzt in meinem Inventar. Ich habe jetzt von jedem genug gefarmt. Ein bisschen Gold, ein bisschen Beacon-Blöcke. Und jetzt muss ich schnell eine Kiste craften, wo ich dann alles drin verstecken kann. Muss ich beeilen. Bevor der Tag gleich wieder oben ist. Nein, 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 komm schon, Leute. Ich muss doch schon hinkriegen irgendwie. Bitte, so zack. Schnelle Kiste. Ich glaube, eine kleine Kiste wird reichen. Eine große brauchen wir nicht. So, zack. Da können wir uns die Kiste nehmen. Ich hab die. So, wo verschenke ich jetzt am besten, Leute? Irgendwo hier auf meinem Grundstück am besten. So, ich würde direkt sagen, hier neben der Garage, Leute. Hier in der Ecke. Merkt euch das? Hier werde ich jetzt die Kiste platzieren. Ich lege da alles rein. So, die ganzen Goldblöcke und Beacon-Blöcke. Nice. Und hier kommt einfach wieder der Gravel-Block drauf. Und dann sieht man gar nichts mehr. Aber Leute, ich habe gerade gesehen, die Zeit geht gerade um. Nein, ich muss mich beeilen. Ich muss schnell wieder in die Maschine gehen. Sonst behalte ich gar nichts mehr, Leute. Ich muss mich beeilen. So, hier drauf. 3, 2, 1. Let's go. Und? Hä? Und, was geht, Bro? Was geht, Bro? Wo kommst du denn her? Gib mir Brötchen, bring sofort, weil ich. Hä? Wieso soll ich dir Brötchen bringen? Hol dir doch selber welche. Muss man die da hinter, los. Geh die holen, ich hab Hunger. Und du bist einfach nur stinkefaul. Ich hol dir gar nichts, denk nicht. Wieso redest du so mit mir? Nein, wo ist meine Krone? Ich war doch eben noch ein König. Hä? Was für ein König bist du, Alpha? Du bist vielleicht der König vom Klo, wer aber nicht? Warte mal, Ente, guck mal kurz zur Seite. Da hinten ist eine Fliege, guck mal. Hä, wo? Warte, ich muss schnell gucken, bitte. Nein, hä? Ente, du hast meine Kiste geklaut, wo ist die? Welche Kiste, was meinst du? Die war ein Schatz, da waren richtig viele Beacon-Blöcke und Goldblöcke. Wo sind die alle hin? Einfach, ich glaube, du bist langsam verrückt geworden, oder? Nein, ich wollte die alle verkaufen gehen, die sind jetzt alle weg. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin kein König und jetzt habe ich meine ganzen Sachen nicht mehr. Och, Mann. Was laberst du? Egal, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut mal hin vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.